Seid gegrüßt, ihr lieben Menschen. Ich mache jetzt gleich mal noch ein Video. Jetzt haben wir ja den 1. März, also gerade so noch, ist bald Mitternacht. Und da habe ich nämlich neues Datenvolumen und da geht es nämlich ganz schnell, dass ich ein Video hochladen kann. Da dauert das nicht so eine Ewigkeit. Und ehe ich mein Datenvolumen für was anderes verplemper, wo mir auch langsames Internet reicht, möchte ich eben jetzt gleich, bevor das schnelle Datenvolumen weg ist, das lieber für ein Hochladen nutzen vom nächsten Video. Und das muss ich natürlich jetzt erstmal machen. Und das wollte ich nämlich schon ewig machen. Ich habe damit schon vor ein paar Monaten mal angefangen. Da hatte ich auch schon ein Heft gemacht, wo ich mir einige Notizen rausgeschrieben habe. Eigentlich wollte ich es ursprünglich so machen, dass ich da so einen Vortrag draus mache. Und vieles dann so in eigenen Worten, aber aus den Stichpunkten aus dem Buch wiedergebe. Und dann eben noch so mein eigenes Denken und Wissen und Fühlen damit reinbringe. Da ich das dann aber nicht mehr zu Ende machen konnte und ich jetzt sowieso so voll bin, was alles noch erledigt werden muss, soll, sein soll, demnächst. Deswegen mache ich das jetzt einfach auf eine kürzere Art und Weise. Ich stelle euch jetzt einfach mal dieses Buch vor und sag dann einfach noch frei, was mir dazu kommt und einfällt. Ich habe da einiges im Hinterkopf und ich versuche das mal hier alles ein bisschen so zusammenzubringen. Warum es mir wichtig ist, dieses Buch durchaus mal zur Hilfe zu nehmen, liegt daran, dass in der heutigen Zeit ganz schön viel Irrsinn unterwegs ist zu dem Thema Ernährung, wie ich finde. Und dass ich auch manchmal ganz schön erschrocken bin, was mir andere Menschen so teilweise mitgeteilt haben, weil sie selber eben sich auf so ein paar selbsternannte Wunderheiler oder so eingelassen haben, die dann nämlich auch mehrere Bücher geschrieben haben und auch so Vorschriften, wie man es denn richtig machen solle, eben so rausgebracht haben. Und da bin ich teilweise ganz schön erschrocken, was da so gesagt wird. Genauso erschrecke ich mich manchmal, was den veganen Trend betrifft und so diese Vorstufe in Richtung synthetische Nahrung. So, und man beschäftigt sich halt eben auch mit diesen Themen mal, jeder irgendwo früher oder später mal, kurz oder lang, und macht da vielleicht auch so seine verschiedensten Erfahrungen dazu. Ich kann auf jeden Fall kurz und knapp sagen, dein Geist weiß, was dein Körper gerade braucht. Und wenn du es lernst, auf deine Intuition zu hören und du dich von deinem Geist führen lässt, also das wahrnimmst, was jetzt wirklich gerade dein Bedürfnis ist oder was jetzt eben gerade genau passend für dich ist, dann brauchst du keine Bücher und keine Anleitung, was das Essen und die Nahrung betrifft. Würden wir jetzt noch in einer intakten Natur in einem Stamm zusammenleben, dann hätten wir solche Probleme sowieso nicht, wie wir sie heute haben. Dann wäre vieles gar keine komplizierte Frage mehr. Ja? Im Einklang mit der Natur zu leben und nach Jahreszeiten und Saison und halt auch regional, also dass du dich auch mit dem Ort verbindest, wo du lebst, was es da überhaupt so gibt, das bringt dich auch schon mal von alleine, also dadurch eben auf den richtigen Weg, dass du da Frieden findest und Entspannung, weil für manche ist ja das Thema Ernährung regelrecht Stress. Und das sollte ja so eigentlich gar nicht sein. Ja, also diese Sachen, wo ich erschrocken bin, da werden zum Beispiel eben solche Sachen gesagt wie: Verzichte komplett auf Fette. Egal ob pflanzliche oder tierische Fette, verzichte komplett auf Fette. Es ist sehr gefährlich und ich werde dann mit Hilfe dieses Buches dir da eben auch mal sagen, warum oder beziehungsweise so eine Gegenaussage dazu liefern. Von wegen, das wäre gut für dich, ohne Fette zu leben. Genauso schlimm finde ich dann auch, ich habe damals das mal in einem Kommentar gelesen und wusste damit erst damals gar nichts anzufangen. Ich habe dann aber eben später davon erfahren, wer denn sowas verbreitet.
mit seinen Büchern, nämlich, dass Knoblauchessen eben schädlich wäre und zu unterlassen sei. So ein Blödsinn. Mit Knoblauch kannst du dich sehr gut schützen. Das ist wie eine Art Antibiotika. Und in Notfallzeiten bist du echt gut dran, wenn du da ein paar Knoblauchzehen in deiner Hosentasche hast. Und da kannst du ja da durchaus auch mal durch keimische Gebiete gehen und holst dir dennoch nichts weg, wenn du die Hilfe vom Knoblauch hast. Natürlich hilft dir auch dein bewusster Geist, dich zu schützen, aber die Nahrung ist ja auch, wird ja auch in Energie umgewandelt, in Astralenergie, und von der leben wir nun mal auch, ja, und deswegen, warum solltest du irgendetwas verwehren, vor allen Dingen, wenn es von der Natur für dich da ist? Ja, und dann geht es eben auch darum, dass heutzutage allgemein so ein Durcheinander ist und so eine Vielfalt an so ist es richtig oder so, und ich finde, in diesem Buch ist noch da so eine klare Ordnung. Allerdings bin ich jetzt auch nicht mit allem so insgesamt, was das Buch betrifft, übereinstimmend, und das liegt daran, dass es eben die Zeit des 19. Jahrhunderts widerspiegelt und dass wir in dieser Zeit ja nun auch schon nicht mehr wirklich im Einklang mit der Natur lebten, sicherlich noch viel mehr als heute. Aber dennoch wurden wir ja da schon sehr streng erzogen und zivilisiert. Und dadurch ist es schon auch ein gutes Stück entfernt von dem natürlichen, saisonalen, Jahreszeiten, regionalen Leben. Naturstammleben, davon ist das hier jetzt auch schon ein Stück weg. So wie allgemein jetzt hier so mit dem Thema Küche umgegangen wird. Und mit dem Thema Ernährung geht man allerdings in diesem Buch sehr klug und eben so um, dass der Mensch durchaus immer wieder gesund wird oder die Gesundheit halten kann. Weil zu dieser Zeit war es ja noch sehr wichtig, die Menschen als Materie, als Arbeitskraft nutzen zu können. Heute befinden wir uns in einer Zeit, da sind die Obrigkeiten der Meinung, jetzt brauchen wir gar nicht mehr so viele gesunde Menschen. Die können ruhig mal ein bisschen krank werden oder auch dahin sterben. Ne? Also wir sind da heute schon in einer ganz anderen Zeit. Aber damals war es schon von Vorteil für jeden, tja, im Prinzip Sklavenhalter, gesunde Arbeiter zu haben. Ja. Und außerdem ist, aber sie sollen dennoch eben auch irgendwo zivilisiert sein und nicht mehr die, wie in Anführungsstrichen, die Wilden hausen. Ja, weil hier wird eben dann auch von den Wilden gesprochen. Deswegen, ja, also man muss da eben auch bei diesem Buch bedenken, dass das nicht mehr die, also dass es nicht aus einer Zeit stammt, wo die Menschen komplett frei sind. Ja, also, aber wie gesagt, man ist da trotzdem noch wissenschaftlich ehrlich, zwar durch die Wissenschaft irgendwie auch ein bisschen zu verkompliziert, aber dennoch schlüsselt eben die Wissenschaft das Thema Nahrung absolut auf und hier aber eben noch ehrlich. Ja? So, während sie heute uns dieses alte Wissen, diese alte Wissenschaft, ja inzwischen auch verheimlichen und uns stattdessen ganz anderen Kram erzählen, der dann schon nicht mehr ehrlich ist. Ja? Ja, so, und zum einen ist dieses Buch ein bisschen auch geschichtlich interessant, weil es eben weit über 100 Jahre alt ist. Also diese Ausgabe hier, die ist von 1913, aber die erste Ausgabe, also als das Buch verfasst wurde, geschrieben wurde von Hedwig Heil, da war es 1885, glaube ich. Ich komme dann noch zum Vorwort, da steht das dann. Sage ich dann nochmal genau. Aber das ist also, wenn man jetzt von 1880 ausgeht, dann sind das ja schon
weit über 100 Jahre, ne? Ist also schon eine andere Zeit. So, ich zeige jetzt also erstmal das Buch so ein bisschen zum Vorstellen. Vielleicht, manche interessieren sich ja auch für so alte Bücher und wollen das vielleicht auch irgendwo draußen noch ergattern. Ich habe es damals auf einem Trödelmarkt gefunden. Und, keine Ahnung, ich habe bestimmt höchstens 5 Euro oder 5 Mark dafür bezahlt. Ich habe das schon sehr lange, das Buch. Naja, Trödelmärkte gibt es ja heute so auch nicht mehr im Moment. Aber im Internet vielleicht findet ihr da etwas, wenn ihr das Buch haben wollt, ne? Und aus dem Grund und aber auch, weil sich manche auch für das Geschichtliche interessieren, stelle ich das Buch erstmal so ein bisschen vor. Wenn das gar nicht interessiert, der spult dann einfach jetzt ein Stück vor. Und danach lese ich einen kleinen Teil aus diesem dicken, fetten Buch vor. Nämlich den Teil, wo ich denke, wenn ihr dieses Wissen nochmal erhaltet und verinnerlicht und vergleicht mit dem, was uns heute so da draußen erzählt wird, da gehen euch vielleicht so manche Lichter auf. Und vielleicht könnt ihr euch auch von manchen Fehlinformationen, die da auf euch im Moment wirken können, dann eben befreien. Das ist aber dann euch überlassen, ne? Gut, also jetzt erstmal zu diesem Buch. Klappt man nochmal zu. So sieht das von außen aus. Ein Ledereinband. Das ABC der Küche. Ist ein ziemlich dicker Schinken. Fett. So, also diese Oberdecke hier, ja, das waren meine Katzen, dass ja überall solche Fäden gezogen sind. Überall Fäden gezogen. Weil die immer diesen Milchtritt haben, ne, und da so rumkratzen. Naja, aber das ist uns jetzt mal kurz Boogie. Ich muss meine Füße, meine Beine unbedingt unter der Decke lassen, weil der Ofen ist aus und es ist spät schon und kalt. Heute Nacht werden es vielleicht so minus 1 Grad sein. Vielleicht haben wir das auch schon draußen. Hier drin ist es natürlich nicht ganz so kalt, aber es wird noch. Es wird jetzt jede Stunde kälter hier drin. Gut, also jetzt wegen ein paar Daten, wer jetzt das Buch sucht für sich selbst. Ich lese das jetzt mal nicht vor, ja. Könnt ihr euch einen Screenshot manchmal machen, wenn ich das nur mal so kurz zeige. Aber da habt ihr ein paar Daten, um das zu finden. Hier unten steht nochmal was. Dann ich gleich mal weiter. Das haben wir vorhin schon gesehen. Also ich habe jetzt hier eine spätere Ausgabe von 1913. Hier steht der Verlag Karl Habel. So, und dieser Text hier, der ist so winzig. Da würde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen stockend vorlesen, wenn ich mich jetzt hier da so runter, da müsste ich mich wirklich runterbeugen. Also ich habe eigentlich ganz gute Augen, aber das ist echt winzig, muss ich sagen. Wenn ich das aber hier mit der Kamera so einfange, dann kann man das schon, das muss natürlich scharf sein komplett. Ich hoffe, es geht. Macht einen Screenshot, wenn ihr das lesen wollt. Das ist nämlich interessant, ich kann mit einigen Wörtern gerade in der ersten Zeile gar nicht so viel anfangen, also zum Teil ja. Und dann eben Ruskin oder Raskin, Ethics, 138 steht hier. Und da schon das klingt irgendwie interessant, was ist denn das für ein Schriftstück, was sind das für Texte, wo da eben hier ein Auszug steht. Also ich hoffe, ihr konntet das jetzt vielleicht über einen Screenshot lesen, wen es interessiert. Ist ganz süß zu lesen, finde ich. So. Ihrer königlichen Hoheit Victoria, Prinzessin Adolf zu Schaumburg-Lippe, Prinzessin von Preußen, ehrerbietigst zugeeignet. Dieses Buch ist aber nicht nur für diese königliche Hoheit geschrieben worden, was aber
auch bemerkenswert ist, ja, ein interessanter Punkt. Der Adel hat sich also durchaus für dieses Wissen interessiert und hat es durchaus heute noch und wendet es sicherlich für sich heute noch an. Während wir inzwischen andere Informationen bekommen. Das Vorwort, das ist dann auch einfach mal noch von der Sprache her lustig und diese Unterwürfigkeit und Vornehmlichkeit und so, also das lese ich dann mal vor. Hä? Achso, und dann blätter ich mal noch ein Stück weiter vor. Das ist jetzt also das Inhaltsverzeichnis, was hier kommt. Und dann zeige ich mal noch das, nämlich, dass das Buch also nicht nur für die Königin war oder für den Adel, sondern eben auch für die Häuser, die ja auch ihr Personal brauchen und ihre Großküche hatten, ne? Und da brauchen sie ja Personal, was dementsprechend auch ausgebildet ist. Ja, und deswegen zeige ich mal das hier noch. Fast ein bisschen wie so eine Werbung. Berliner Verein für Volkserziehung. Unter dem Protektorat ihrer kaiserlichen und königlichen, keine Ahnung, Hoheit der Frau Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preußen. Pestalozzi-Fröbelhaus 2. In Berlin die Adresse Seminar, Koch- und Haushaltsschule Hedwig Heil. Staatliche Prüfungen. Die Anstalt hat den Zweck, dem weiblichen Geschlechte die Möglichkeit zu einer gründlichen Ausübung in jedem Zweige der Hauswirtschaft zu geben. Ausbildung zu hauswirtschaftlichen Lehrerinnen, also Lehrerinnen für Erwachsene im Hause, Lehrerinnen für häusliche Krankenpflege, staatliche Prüfungen in der Anstalt. Die Ausbildung von Töchtern geschieht in Kursen von je 10 bis 12 Schülerinnen. So, jetzt hier noch der Inhalt der Ausbildung. Oder was es für Kurse gibt, besser gesagt. Ja, also Einzelkurse, bürgerliche und feine Küche methodisch gegliedert. Wäsche- und Plättkurse, Hausarbeit, Flickenstopfen, Ausbessern, Schneiderkurse, Putzmacherkurse, Gartenkurse, hauswirtschaftliche Kurse mit gemischten Pensen für Töchter höherer Stände und Bürgertöchter. Ausbildung von Hausbeamtinnen, Ausbildung von Krankenpflegerinnen und Ärzten im Kochen. Landpflegerinnen, junge Dienstmädchen, wohl geschult. Prospekte in der Anstalt, Elisabeth Heim, Pensionat. Hedwig Heils ABC der Küche dient als Lehrbuch. Manchen wird da vielleicht schon schlecht. Naja, es geht eben da um die gut erzogenen und weg von den Wilden. Und dem Bauernvolk, dem einfachen Bauernvolk. Wobei das Wissen ja dort herkommt. Nur dann eben wissenschaftlich ausgeklügelt und verfeinert wiedergegeben wird. Und schön höchst kompliziert. Aber dennoch für uns heute durchaus eine nützliche Bildung im Vergleich, was eben heute so verbreitet wird noch. Oder noch zur Verfügung steht an Wissen. Da war man doch damals noch ganz gut dran. Besser als heute. Allerdings war man wiederum, als die Menschen noch frei waren, denke ich, noch besser dran. Gut, also jetzt lese ich mal das Vorwort zur ersten Auflage. Vielleicht lest ihr ja gerne mit, aber ich will jetzt mal das Buch mir... Moment, ich mache mal Pause. Leg euch sozusagen irgendwie ein bisschen ab, damit ich in Ruhe vorlesen kann und nicht hier so... rumbalancieren muss mit dem Handy. Ich will jetzt nicht alles durch das Handy lesen. Da wird ja blind. Gut, also Moment. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt so, dass ihr gar nichts mehr seht. Dann ist der Bildschirm schwarz, dann lädt das noch schneller hoch. Da brauchst du noch weniger Gigabyte. Und da könnt ihr jetzt auch die Augen zumachen oder so und die Augen auch mal schonen. Und nur hören. Ich lese also jetzt das Vorwort zur ersten Auflage. Wenn ich von der mir hochgeneigetst erteilten Erlaubnis Gebrauch mache, ihrer königlichen Hoheit diese Arbeit zuzueignen, so geschieht es in dem Bewusstsein,
dass sich königliche Hoheit für Zweck und Ziel derselben ganz besonders interessieren. Die bescheidenen Erfahrungen und Beobachtungen einer Hausfrau würden kaum wichtig genug sein, aufgezeichnet zu werden, wenn nicht die Praxis bewiese, dass trotz der großen Wirtschaftsliteratur im Durchschnitt die Aufgaben der gebildeten Frau und der unter ihr arbeitenden Köchin nicht genügend gelöst werden. Die Unterweisung berufener Fachgelehrter durch die Schrift bringt eine so erdrückende Fülle von Material für die Anfängerin, setzt auch in vielen Fällen so viel Wissen, mit dem leider heute noch gar nicht zu rechnen ist, voraus, dass die Lernbegierige beim Studium erlahmt. Kann ich mir gut vorstellen. In meiner Erfahrung habe ich nun gefunden, dass jede Komplikation in der Küche auf eine einfache Form zurückzuführen ist, dass jede einfache Form ihr Gesetz hat, welche sich in unzähligen Variationen wiederholt. Es kommt also für die Anfängerin darauf an, das ABC der Küche gründlich zu kennen, um später mit einigem Nachdenken komplizierte Aufgaben praktisch und theoretisch lösen zu können. Die Kochschule des Vereins für Volkserziehung hat es übernommen, diesen Bildungsweg zu verfolgen, da nur dieser befähigt, in der leider für praktische Zwecke vom Publikum bewilligten kurzen Zeit die Grundlage zu ersprießlicher häuslicher Arbeit zu erwerben. Vereint mit der praktischen Unterweisung hoffe ich, in dem ABC der Küche den Anfängerinnen eine Stütze zu geben, die nach absolviertem Kursus das sichere Arbeiten ermöglicht. Verzeihung. Die Korrektheit, die ich den Vorschriften gemäß verlange, möchte ich mit Gewissenhaftigkeit befolgt wissen, da die Sicherheit des Auges, der Hand und des Geschmackes nur durch bewusstes Üben gebildet wird. Die den einzelnen Rezepten beigegebenen Berechnungen werden mit der Wirklichkeit zu Zeiten nicht präzis stimmen, da die Preise der Lebensmittel schwanken. Doch reichen sie hin, der Schülerin schnell ein Überschlagen der Leistungsfähigkeit ihrer Mittel zu ermöglichen und sich an Kalkulation, worauf unsere jungen Hausfrauen noch nicht den genügenden Wert legen, zu gewöhnen. So lege ich diese Fibel der Küche in die Hand der hohen, erlauchten ersten Schülerin der Kochschule. Also, die sie damit von hoher Stelle empfangen, sporne sie an, dem schönen, geistvollen Beruf der Frau im Hause jenes Interesse für praktische Dinge entgegenzubringen, von welchem die Fürstentochter ein so glänzendes Beispiel gegeben hat. Als Manuskript gedruckt, 1885, die Verfasserin. Und dann gibt es noch ein Vorwort zur 11. Auflage, welche ich habe. Die hauswirtschaftliche Bewegung blickt auf ein stolzes Jahr zurück. Die Ausstellung »Die Frau in Haus und Beruf« in Berlin brachte zum ersten Mal im Zusammenhang die bis jetzt bestehenden hauswirtschaftlichen Unterrichtsformen zur Anschauung. Sie zeigte, wie vom Schulunterricht in der Volksschule, im Wanderkursus, der Haushaltungsschule in Stadt und Land, der Fortbildungsschule, im Seminar, in der Gaslehrküche und im Großbetrieb die methodische Unterweisung geschieht und wie die im Vorwort der ersten Auflage, das hier gedruckt ist, niedergelegten Grundsätze allgemeingut wurden. Das ABC der Küche hat dabei bis jetzt eine große Pionierarbeit für die Entwicklung rationeller Hauswirtschaft getan. Möge die neue, dem augenblicklichen Stande der Wissenschaft und Praxis angepasste Auflage diesem Zwecke weiter dienen. Berlin, Februar 1913. Hedwig Heil. So. Jetzt kommt er wieder zurück. Bild. Jetzt zeige ich euch mal das Inhaltsverzeichnis, auch nochmal so aus geschichtlichen Gründen, wer sich also auch für dieses Buch wirklich mehr interessiert oder es vielleicht sogar ergattern möchte, damit er weiß, was ihn in dem Buch so noch erwartet, weil ich ja mich nur um einen kleinen Ausschnitt in diesem Video kümmere. Vielleicht mache ich auch später mal noch zu ein paar anderen interessanten Sachen etwas, aber ich möchte heute einfach nur mal so ein ganz einfaches Grundverstehen nochmal für die Nahrungsmittel und die Bedürfnisse des Menschen hier
daraus vorlesen und damit rüberbringen, dass das wirklich ein großer Unterschied ist zu diesen teilweise schädlichen Informationen von heute. Und also ich lasse das erste hier weg, einige Ratschläge über Geld- und Zeiteinteilung. Das brauchen wir, denke ich mal, jetzt so nicht. Außerdem haben wir nicht mehr den Preis, der hier genannt wird. Hier steht nämlich, wenn man jetzt, also weiter hinten im Teil sind dann auch sehr, sehr, sehr viele Rezepte. Das ist überwiegend so. Die Informationen in diesem Buch sind sehr viele Rezepte. Aber nicht einfach nur so Rezepte, sondern das ist dann eben in Bezug auf die Bedürfnisse, also zum Beispiel auch Nahrung für Erkrankte. Ja, also da geht man auf die verschiedensten Bedürfnisse ein. Wann braucht man welche Ernährung und welches Menü? Ja, also da gibt es ganz viel Rezepte dann je nachdem, ne, was man so braucht. Und da stehen dann halt immer auch die Preise in Mark dahinter. Ja, und die brauchen wir ja jetzt so nicht. Und die Zeiteinteilung, wir betreiben auch keine Großküche. So. Das wäre der reinste Stress, wenn man das genauso machen würde, wie das hier ist. Man hat ja damals allerdings auch überwiegend noch den Feuerherd gehabt. Und man hat eine enorm, also man hat so eine riesige Ausstattung gehabt, wenn man diese ganzen Einzelteile heute noch in der Küche hätte, das ist ja schon eine Wohnung fast, was man damit dann vollstellen würde, was man da alles gebrauchen kann, ja, an Küchengeräten und Kochgeschirren. Na gut, das ist bei manchen heute in der Küche auch noch so, aber ja, ich habe eher eine einfache Küche. Nicht so kompliziert. Das muss ja auch alles sauber gehalten werden und geputzt werden und so. Und darum geht es auch hier im Buch. Also das ist eine übelste Arbeit, was da im 19. Jahrhundert so nötig war für so eine Großküche. Ne? Nun gut, also erstmal noch ein bisschen zu diesem Inhalt vom Buch. Ich werde dann vorlesen, Ernährung und Nahrungsmittel des Menschen, Zusammensetzung verschiedener Nahrungsmittel, Zusammensetzung der Kost des Menschen nach Pettenkofer, Voigt, Fürster und Rubner, Verdauungstabelle, also sind ein paar, also einige Tabellen, die ich euch dann auch zeige, wo ihr auch einen Screenshot machen könnt, grafische Darstellung der bei verschiedenen Speisen entwickelten Gasmengen, ja, das ist auch eine Tabelle, ja, und den Rest, den lasse ich jetzt dann so mal weg, weil, naja, das ist dann eher so geschichtlich auch interessant, gehe ich aber nicht mit allem mit. Also auch im 19. Jahrhundert wurden die Menschen natürlich schon auch so geprägt mit gewissen Aussagen von Darwin oder sowas. Und das findet man hier auch im Buch. Da würde ich jetzt eben nie so drauf bestehen, dass das die Wahrheit ist oder wäre, ne? Ja, also hier wird aufs Feuer eingegangen und aufs Wasser, aber eben nicht so wie zum Beispiel Franz Bader in Bezug auf die Elemente, obwohl das irgendwo ab und zu mal auch ein bisschen hier auftaucht, aber lange nicht mehr mit dem magischen Wissen dazu. Manche interessiert auch das Thema Salz, dann kommt jetzt hier eine ganze Menge auch zu den verschiedenen Fleischarten. So, dann Inhaltsverzeichnis geht dann hier weiter. Die Fette, durchaus auch ein interessantes Thema, weil es da heutzutage auch viele Diskussionen gibt und manche Menschen sich da auch sehr quälen. Ja, dann hier tierischer Leim. Das ist heute nicht mehr so unsere Ausdrucksweise mit dem Leim. Das kommt dann später im Text noch vor. Kann man ja dann auch selber noch ein bisschen recherchieren, was immer so mit den alten Begriffen da auch so gemeint sein könnte, wenn das jetzt jemand nicht gleich so weiß. Ja, das Ei, das Mehl, dann geht es auch ums Obst, ums Einmachen, um das Backen, die Mahlzeiten, Tranchieren und Anrichten oder hier dann eben Krankenspeisen. Mit Rezepten dann halt immer dazu, ne? Dann hier im Anhang geht es dann noch so
Heimat und Bezug ausländischer Produkte für die Küche, Gewichtstabelle. So, noch so ein paar Zusatzthemen. Ja, also über 900 Seiten. Das werde ich nicht vorlesen, aber jetzt mal beim Thema Wild. Habe ich ja im Inhaltsverzeichnis gezeigt, dass es da auch um die verschiedenen Fleischarten geht. Und da ist dann eben zum Beispiel auch sowas mit drin enthalten in dem Buch. Also hier gibt es ab und zu mal Abbildungen oder Tabellen. Da ist jetzt hier die Jagdzeit und die Schonzeit eingezeichnet. Und vielleicht interessiert das ja manche. Nur mal so. Deswegen, da könnt ihr euch vielleicht auch einen Screenshot davon machen. Wie wir sehen, manche Tiere gibt es heute gar nicht mehr so in der freien Wildnis. Wenn dann so wenig davon, dass wir damit kein Dorf mehr annähern können, dann hätten wir dann die Tiere sofort für eine gewisse Zeit erstmal ausgerottet, ne? Also, und manche sind sowieso jetzt schon ausgerottet im Prinzip und sind gar nicht mehr da oder eben nur noch ganz wenig davon. So, und jetzt blätter ich wieder zurück und lese euch jetzt das Angekündigte vor. Ich zeige euch nochmal kurz, wo ich hier im Buch beginne. Seite 4, das zweite Thema Ernährung und Nahrungsmittel des Menschen. Jetzt lege ich euch wieder ab, ihr seht nichts mehr und ihr vertraut mir, dass ich natürlich hier aus dem Buch jetzt also diesen Text vorlese und entspannt eure Augen. Gut. Hört schön aufmerksam zu. Und bei manchen Sachen, also hier sind manchmal so ein paar Begrifflichkeiten, erschreckt euch nicht, ja? Wir nehmen das mal so hin. Wir wissen ja, dieses Buch stammt aus dem 19. Jahrhundert. Bei dem Studium der Kost des Menschen einer früheren Zeit und der noch heute lebenden Naturvölker finden wir viel interessantes Material. Die Fähigkeit des Menschen, pflanzliche und tierische Nahrung zu verdauen, hat die Verbreitung der Menschen unabhängig von den verschiedenen Zonen und denjenigen Ländern gemacht, in denen Pflanzenwachstum oder Tiererzeugnis spärlich ist. Der Mensch wusste sich immer den Verhältnissen anzupassen, doch mussten seine natürlichen Nahrungsbedürfnisse ihn oft zu unmenschlichen Dingen treiben, die uns in ihrer Natürlichkeit unnatürlich erscheinen. Wenn wir zum Beispiel berücksichtigen, dass das Feuer von den Urvölkern zu Kochzwecken sehr spät benutzt wurde, so ist die Lüsternheit der Wilden gerade nach warmem Blut als ein natürliches Bedürfnis anzusehen. Jetzt mal klar, dass ihr euch nie zu Tode erschreckt. Mit warmem Blut ist eben Warmblut gemeint. Also wir sind Warmblüter und eben man kann auch Warmblüter essen. Und es gibt eben auch die Kaltblüter. Und das ist damit gemeint, ja, nicht warmes Blut, so zum Trinken oder solche gruseligen Sachen, sondern Warmblut, Warmblüter, würde man heute so sagen auch, ja. Also, dennoch wird hier von Lüsternheit der Wilden gesprochen. Die Lüsternheit der Wilden gerade nach warmem Blut als ein natürliches Bedürfnis anzusehen. Und wenn ferner bei vielen wilden Völkern das Mark- und Nierenfett sehr geschätzt ist, so entspricht das einer Notwendigkeit der menschlichen Natur, außer der pflanzlichen Nahrung Fette zu genießen. Der Lebensfürsorge hat der Mensch je nach seinem Kulturstande immer die größte Aufmerksamkeit und Zeit gewidmet. Wir können bei herumziehenden Wilden noch heute beobachten, dass sie fortwährend essen und kauen mögen. Jedes Ding, was ihnen in die Hand kommt, auf seine Essbarkeit prüfen. Der Wilde entfernt sich also in dieser Hinsicht nicht weit von den Tiergewohnheiten. Welche Entwicklung
hat das Menschengeschlecht erst durchmachen müssen, ehe es zu dem Grade von Bildung gelangte, die tierischen Essgelüste so zu beschränken, dass man sie an bestimmten Tageszeiten band, und die Zwischenzeit für andere Beschäftigung frei wurde. Je gesitteter die Menschenrassen wurden, desto mehr suchten sie, die Erhaltungsmittel ihres Körpers vorzubereiten, desto mehr beschäftigten sie sich damit, die Nahrung schneller aufnahmefähig zu machen und die Nahrung zu verbessern. Nach und nach hatte die verfeinerte Nahrung einen entschieden günstigen Einfluss auf die innere und äußere Entwicklung des Menschen. Das alte Wort von der Nahrung, der Mensch isst, was er isst, hat sich als wahr erwiesen und muss uns im gewissen Sinne eine Richtschnur bleiben. Je mehr geistige und körperliche Arbeit von Menschen verlangt wird, desto mehr muss die Wissenschaft darauf dringen, die Sache der Ernährung gründlich und verständig betrieben zu sehen, da die ganze Gesundheit späterer Geschlechter fast vorwiegend auf richtige Ernährung der jetzigen Menschen beruht. Die Grundbedürfnisse des menschlichen Körpers sind immer die von der Natur vorgeschriebenen Erfordernisse geblieben. Doch haben die Zeit und der Mensch in ihr die Kulturarbeit so gefördert, dass man fast glaubt, jene seien andere geworden. Der Stoff, dessen der Mensch zu seinem Dasein bedarf, ist noch jetzt der nämliche wie ehedem. Aber die Verarbeitung des Stoffes muss heute eine ganz abweichende und überlegte sein. Die Sinnesorgane des modernen Menschen sind ausgebildeter. Der Geist ist in einer vielumfassenden Arbeit erstarkt. Die Nerven sind verfeinert. Der Körper ist durch verringerte Körperarbeit weniger kernig. Die Muskeln sind schlaffer. Die inneren Organe sind oft durch ungeeignete Lebensweise schlecht entwickelt. Was nun die Rohstoffe betrifft, so müssen dieselben durch eine weisere Behandlung besser ausgenutzt werden, da die Zunahme der Menschheit so andauernd verteuert. Also hier geht es auch wirklich ständig auch um Geld und um, also da, ich weiß nicht, ob ich das vorlese, ob das jetzt im kommenden Text noch mit dabei ist, den ich vorlese. Aber hier geht es eben auch um Arbeitskraft, um gesunde Arbeitskräfte. Ne? Da wird schon auch wirtschaftlich gedacht irgendwo, ja. Und eben sehr modern und wissenschaftlich. Und naja, man kann ja sich da so, gerade jetzt so der Anfangstext, ja, da kann man nochmal an manchen Stellen anhalten und wirklich nochmal ein bisschen tiefer reinfühlen und für sich da auch was erkennen, ja. Ich finde das durchaus interessant. So, wo war ich denn? Verteuert. So wunderbar der Körper des Menschen aufgebaut ist, in seiner Zusammensetzung zeigt er nur die Stoffe der ihn umgebenden Natur. Und nicht mehr, nicht weniger. Das war jetzt von mir. weil es schon auch wichtig ist, ne? Weil uns wird ja heute sonst was erzählt. Gehen wir also mal in die Information von damals. Also, der Körper ist aus bestimmten Stoffen zusammengesetzt. Und da geht es jetzt im Text weiter. Erstens, der Körper des Menschen besteht aus ungefähr 15 Grundstoffen oder auch Elementen. Diese Elemente sind Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Kohlenstoff. Diese zusammen machen 95,6% aus. Außerdem noch die Stoffe Chlor, Schwefel, Phosphor, Silizium, Kalium, Mangan, Natrium, Calcium, Magnesium, Eisen und Fluor. Und nicht mehr und nicht weniger. Diese Elemente finden sich im Körper nicht frei, sondern verbunden zu. Das ist jetzt zweitens und dahinter kommt Doppelpunkt. Wasser, leimliefernden Geweben, daneben kohlenstoffhaltigen Substanzen,
echten Eiweißstoffen und Fetten. Das kommt also jetzt noch mit dazu. Wir kommen hier bis viertens. Das macht dann die gesamte Zusammensetzung der Stoffe im Menschen aus, also 4 Punkte. Ja? Das erste waren jetzt diese 15 Grundstoffe oder auch Elemente genannt. Das zweite war eben Wasser, leimliefernde Gewebe, kohlenstoffhaltige Substanzen, echte Eiweißstoffe und echte Fette. Ferner finden sich eine Reihe von sogenannten anorganischen Salzen, unter denen das Kochsalz und der phosphorsaure und kohlensaure Kalk oben anstehen. Gehört dazu, ja, kann man nicht. Es gibt welche, die sagen, dass das weggelassen werden müsste. Dabei sind es Bestandteile unseres Körpers und da wir sie verbrauchen, müssen wir sie auch wieder zufügen. Können wir das nicht einfach so weglassen? Das ist ein Bestandteil unseres Körpers, ne? So, die sogenannten anorganischen Salze. Die genannten Substanzen setzen nun Knochen, Muskeln und Sehnen zusammen. Braucht man ja, ne? Sie bilden Nerven, braucht man auch, Blutgefäße, Blut und ferner die verschiedenartigen inneren Organe und stellen in dieser Zusammensetzung den gesamten lebendigen Organismus dar. Drittens. Der menschliche Körper verbraucht durch mechanische Muskelarbeit, Bildung der tierischen Wärme, überhaupt zur Ermöglichung der vielfachen Vorgänge, welche zu einem geregelten Leben notwendig sind, Stoffe seines Bestandes, welche wieder ersetzt werden müssen. Dieser Verlust an Stoffen muss so ergänzt werden, dass die Zufuhr der Stoffe den Verlust an Quantität und Qualität nicht nur deckt, sondern auch für besondere Fälle wie etwa Wachstum und Krankheit für Ansatz und Vorrat von Körpermasse sorgt. Professor Rubner sagt, der quantitativ bedeutungsvollste Vorgang im Leben der Warmblüter bleibt der Ersatz und die Zufuhr von Spannkraft. Viertens, der Prozess dieser Ausgabe und Einnahme heißt Stoffwechsel. Die Zufuhr von Stoffen, welche diese Aufgabe zu lösen hat, Ernährung. Der Mensch ist nicht imstande, die zur Erhaltung seines Körpers notwendigen einzelnen Grundelemente als solche aufzunehmen. Er findet aber glücklicherweise in der Pflanzen- und Tierwelt alle diese Stoffe so zusammengesetzt, dass er sie zu diesem Zwecke verwenden kann. Die Nahrungsstoffe kann man in anorganische, also unverbrennliche, und organische, also verbrennbare Stoffe einteilen, welche auch in ihrer Verarbeitung im menschlichen Körper dieselben Eigenschaften behalten. Menschliche Nahrung muss, wie vielfache Erfahrung gezeigt hat, folgende durch Zusammensetzung der Elemente gewonnenen Stoffe enthalten. Jetzt folgt A bis D. Da haben wir bei A Wasser. Dieser nächst der Wärme wichtigste Faktor für alles organische Leben ist stets ein Teil unserer Nahrung, als Teil unserer Nahrung notwendig. Denn unser Körper, welcher zu 60% aus Wasser besteht, verliert durch die Tätigkeit der Nieren, der Haut und der Lunge erhebliche Mengen, die wieder ersetzt werden müssen. B. Stickstofffreie Substanzen macht 20% aus, nämlich Kohlenhydrate, also in Klammern Stärke, Zucker und so weiter, und Fette, denn es werden durch die willkürliche und unwillkürliche Muskelarbeit, ferner durch den sogenannten inneren Verbrennungsprozess, das heißt die Wärmeerzeugung, Stoffe verbraucht, welche durch Zuführung jener Substanzen wieder ersetzt werden müssen. C. Stickhaltige
stickstoffhaltige Substanzen machen 15% aus. Echte Eiweißkörper, Leim und leimgehende Gewebe. Sie dienen zum Ausbau der Zellen, Unterhalt des Säftestromes, der Gewebe und Organe, welche sämtlich einer steten Umsetzung unterliegen und überhaupt zur Bildung unserer Körpersubstanz. Diese Gruppe enthält außer Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff noch Stickstoff. Sie ist bei weitem das teuerste unserer Nahrung, da sie hauptsächlich noch von dem Tierkörper geliefert wird. Wie interessant, sieh mal an. Und synthetische Nahrung ist wahrscheinlich dann das allergünstigste. Demnächst. Ne? Immer schön mal nachdenken, warum gewisse Veränderungen in der Nahrung heute eingeführt werden. Und bedenken, dass die heute gar nicht mehr die Masse an Menschen brauchen. Ne? So, ich finde das ganz wichtig. Spult nochmal zurück und hört euch das nochmal an. Vergleicht das mit den Möchtegern-Wunderheilern, die euch irgendwas hier erzählen, wie ihr euch angeblich eben nicht mehr ernähren sollt. D. Salze und Mineralien. Etwa 5% sind besonders zum Bau der Knochen notwendig, gehören aber auch im Übrigen zu den unentbehrlichen Bestandteilen des Körpers. Sie finden sich zwar in der vom Tiere und von der Pflanze stammenden Nahrung vor, werden aber außerdem häufig als solche derselben zugesetzt. Natürlich sind diese vier Gruppen von Nahrungsstoffen und Nahrungsmitteln in der Natur nicht scharf getrennt. Die Ernährung kann durch ein Gemisch der verschiedenen Nahrungsstoffgruppen erfolgen. Man kann eventuell mit Eiweiß allein das Leben erhalten. Nicht aber mit den anderen Nahrungsstoffen allein. Etwas Eiweiß muss damit verbunden sein. Aus nachstehender Tabelle A, zeige ich euch gleich, sieht man zum Beispiel die Zusammensetzung einzelner Hauptnahrungsmittel nach Forschungen Gelehrter. Neuere Forschungen haben ergeben, dass eine Eiweißernährung von 80 bis 90 Gramm täglich ausreichend ist, besonders wenn sie verteilt gereicht wird. Nach Rubner kann jeder normal gebaute Mensch Fett haben, aber nicht zu viel. Ein Erwachsener soll für 1 cm Höhe berechnet nicht unter 340 Gramm, aber auch nicht über 530 Gramm wiegen. Der Mensch hat je nach seinem Alter, seiner Beschäftigung, seiner körperlichen Anlage und dem Klima verschiedenartige Nahrungsbedürfnisse. Punkt. Tabelle B, zeige ich euch auch gleich, gibt ein Bild derselben nach Forschungen verschiedener Gelehrter, die ungefähr auf die angegebenen Zahlen geführt haben. So, wer will jetzt wieder Augen aufmachen? Vielleicht wollt ihr auch wieder ein Screenshot machen. Oder wie man das schimpft, ein Foto machen, eine Momentaufnahme machen. So, das ist also jetzt hier die Tabelle A, Zusammensetzung verschiedener Nahrungsmittel. Da haben wir hier zweimal die gleiche Tabelle nebeneinander. Ich zeige erstmal die erste, Nahrungsmittel links und dann eben prozentual Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Die Zahlen dazu. So. Erste Momentaufnahme. Zweite Momentaufnahme. Und die dritte. Hier drüben die Tabelle noch. Wieder das gleiche oben, ne? So, dann.
Und jetzt Tabelle B. Kommt gleich auf der nächsten Seite. Zusammensetzung der Kost des Menschen nach Pettenkofer, Voigt, Fürster und Rubner. So, und da haben wir jetzt also in der Tabelle hier dann Eiweiß, also alles in Gramm, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Und manchmal gibt es auch die Angabe von Kalorien. Und hier vorne, es verzehrt täglich. G ist gleich Gramm. Also, und da werden nämlich starke Unterschiede gemacht. Ich halte es jetzt mal hier so, dass das vollständig ein Bild wird, hoffentlich. Da sehen wir also, hier wird berücksichtigt, der Säugling bei Muttermilch. Ein Kind von 5 Monaten, von 18 Monaten, von 20 Kilo. Erwachsene 50 oder 70 Kilo leichte Arbeit oder Erwachsene 50 oder 70 Kilo schwere Arbeit. Wir können dann die Tabelle schauen, dass es da große Unterschiede gibt. Dann weiter geht's. Alte, schwächliche Personen, Männer und Frauen. Ein Arbeiter oder Soldat, ein junger Arzt. Das sind da große Unterschiede, ne? Was brauchen Arbeiter und was brauchen junger Arzt? Oder ein Dienstmann von 36 Jahren, eine Arbeiterfrau in ärmlichen Verhältnissen mit 30 Jahren oder eine wohlhabende Frau? Ein großer Unterschied. Also die Zahlen, zuerst Eiweiß, dann Fett, dann Kohlenhydrate. Und manchmal hinten dran stehen auch die Kalorien. Ne? So. Frau wohlhabend. Und jetzt hier unten noch. Alte Frau 60 Jahre, stillende Frau 25 Jahre, ein Gelehrter bei geringer Muskelleistung, ein Mönch oder ein alter Mann. Ja, und dann hier unten noch ein paar Zusatzangaben. Ja, und jetzt lese ich im Text weiter. Dann könnt ihr eure Augen wieder entspannen. Moment, so, dass ihr mich auch hört. Mit den auf Seite 7, das war Tabelle A, angeführten Nahrungsmitteln haben wir aber immer noch keine, in Anführungsstrichen, Nahrung, wie sie dem Menschen zuträglich ist. Und um dieselbe dem Körperbedürfnis anpassen zu können, betrachten wir zuvorderst den Verdauungsprozess, der den Übergang der Nahrungsstoffe in das Blut und demnächst in alle übrigen Teile des Körpers vermittelt. Und das ist wirklich mal interessant, weil also ich habe sowas in der Schule nicht mehr gelernt. Ich habe zwar in der Schule den Verdauungsprozess im Körper gelernt, aber ich habe nicht mehr noch dazu gelernt, welche Stoffe diesen Prozess in Gang setzen oder dafür verantwortlich sind oder beziehungsweise dafür nötig sind. Und das finde ich halt wirklich interessant. Und deswegen werde ich euch das dann jetzt auch gleich vorlesen. Aber Moment, wo war ich? Die wichtigsten Vorgänge bei der Verdauung spielen sich im Munde, im Magen und im Dünndarm ab. Im Munde wird die Nahrung durch die Zähne mechanisch zerkleinert. Mit dem Speichel, der Absonderung der Mundspeicheldrüsen, vermischt, wodurch seine Umwandlung der stärkemehlhaltigen Nahrung in Stärkegummi oder Dextrin und Zucker vorbereitet und eine Erhöhung des Geschmacks durch die Lösung im Speichel bewirkt wird. Durch die schlüpfrige Speiseröhre wird der so mit Speichel vermischte Bissen in den Magen geführt. Der Magen, dessen Wandungen mit Drüsen bedeckt sind, sondern ab. Doppelpunkt. Da kommen jetzt drei Punkte. Erstens, den alkalischen Magenschleim. Zweitens, durch den Reiz der Berührung den sauren Magensaft, in Anführungsstrichen, der aus Salzsäure, Pepsin und Labferment besteht
und durch Salze und Gewürze eine erhöhte Absonderung erfährt, welche zuweilen vermieden werden muss. Durch die, also zum Beispiel bei Krankheit oder so, durch die Mischung mit diesen Säften werden, Doppelpunkt, drittens, die eiweißhaltigen Stoffe, selbst wenn sie geronnen in der Nahrung vorhanden sind, in einen löslichen Zustand gebracht. Auf diese Weise sind die eiweißhaltigen Stoffe in sogenannte Peptone umgewandelt und fähig, von den Gefäßen der Darmwandungen aufgesogen zu werden. Also ein sehr wichtiger Prozess. Eiweiß, ne? Drittens. Ja. Jetzt kommt wieder erstens, zweitens, drittens, viertens. Erstens, die stärker mehlhaltigen Nahrungsstoffe werden durch den Mundspeichel zum größten Teil in Dextrin und Zucker umgesetzt. Zweitens, die löslichen Salze werden gelöst. Drittens, die Fette werden durch die Temperatur des Magens, in Klammern 36 bis 40 Grad Celsius, geschmolzen. Der so hergestellte Speisebrei, viertens, tritt durch den Magenausgang in den Darm ein. Der Darm ist im Ganzen etwa 8 Meter lang und besteht aus Dünndarm und Dickdarm. Der Dünndarm besteht aus, kommen jetzt zwei Punkte, erstens dem oberen Teile des kurzen Zwölffingerdarms und zweitens dem sehr langen Leer- und Krummdarm. Der Dickdarm setzt sich zusammen aus, kommen zwei Punkte, erstens dem Krimdarm, dessen Anfangsteil Blinddarm heißt, und zweitens dem Mastdarm. In dem Zwölffingerdarm treten zu dem aus dem Magen kommenden Speisebrei hinzu. Erstens die Galle, welche durch die Leber abgesondert wird. Die Galle macht die Fette aufsaugungsfähig, indem sie dieselben zerteilt und in eine milchartige Flüssigkeit verwandelt. Und zweitens kommt zum Speisebrei hinzu der Bauchspeichel, durch die Bauchspeicheldrüse erzeugt. Durch den Saft der Bauchspeicheldrüse werden die Eiweißstoffe weiter in Peptone verwandelt, die leimgebenden Substanzen gelöst, noch vorhandene Kohlenhydrate in Zucker verwandelt und die Fette gespalten. Drittens, der Darmsaft, kommt noch hinzu, hat eine invertierte Wirkung. Das heißt, er spaltet Doppelzucker, wie zum Beispiel Rohr- und Milchzucker. So verändert, tritt der Speisebrei in die weiteren Teile des Dünndarms ein. Die Wand desselben ist mit unendlich vielen, sehr kleinen Hervorragungen, die man Zotten nennt, bedeckt. Die Zotten bilden den wesentlichen Teil der sogenannten Darmschleimhaut, das heißt der innersten Schicht des Darmes, und spielen eine große Rolle bei der Aufsaugung der Ernährungsflüssigkeit. Mit der erwähnten Aufsaugung der flüssigen Bestandteile des Dünndarminhaltes zugleich findet nun ein Vorwärtsschieben diesen Inhaltes nach dem Dickdarm zu statt. Dieses übernimmt eine Muskelschicht, welche unterhalb der Schleimhaut liegt. Je weiter der Darminhalt nach unten tritt, desto fester wird er, indem fortwährend flüssige Bestandteile von der Darmwand aufgesogen werden. Im unteren Teil des Krimdarmes finden wir dann bereits die Massen, wie sie durch den Mastdarm entleert werden. In diesen Massen ist alles das enthalten, was ursprünglich mit der Nahrung eingeführt wurde, aber von den Gefäßen der Darmwand nicht aufgesogen werden konnte. Hierher gehört die zum Teil in den Pflanzengeweben so reichlich vorkommende Holzfaser und Zellulose. Diese bildet also größtenteils
Verzeihung. Diese bildet also größtenteils einen unverdaulichen Ballast, ist aber für die Fortbewegung der Massen, den Reiz der Darmwände und die Tätigkeit des Herzens von Bedeutung. Die von der dünnen Darmschleimhaut aufgenommenen flüssigen Bestandteile des Speisebreis gelangen zunächst in Lymphgefäße, von da in das Blut, welches sie in alle Teile des Körpers führt, damit sie dort die notwendige weitere Verwendung finden. So wie das Blut aber in dieser Weise die Zuführung der notwendigen Nahrungsstoffe zu den einzelnen Körperteilen vermittelt, sorgt es auch dafür, dass die durch den Stoffwechsel unbrauchbar gewordenen Substanzen aus den einzelnen Teilen des Körpers entfernt und nach außen gebracht werden. Das Letztere findet in bestimmten Organen statt, von denen die wesentlichen die Lungen, die Nieren und die Drüsen der Haut sind. Die für unseren Körper notwendigen Stoffe auf der einen Seite, die Vorgänge bei der Verdauung auf der anderen Seite, geben uns die wichtigsten Fingerzeige für die Einrichtung unserer Ernährung. Es folgt nämlich daraus. Da kommen jetzt hier erstmal 5 und dann geht es noch weiter. Da kommen jetzt 8 Punkte. Und dazwischen sind hier noch 2 Tabellen, die zeige ich dann im Anschluss. Ich lese jetzt also nochmal 8 Punkte vor. Und dann sind wir übrigens auch durch. Nach den 8 Punkten kommen noch die 2 Tabellen. Und dann haben wir es schon hinter uns, was ich euch vorlesen möchte. Erstens, die Zusammensetzung der verschiedenen in der Ernährung zur Verwendung kommenden Nahrungsmittel muss uns bekannt sein, damit wir die Zusammensetzung der verschiedenen Gruppen zu einer guten, zweckmäßigen Nahrung vornehmen können. Zweitens, die Nahrung ist teilweise in gelöstem oder unverdaulichem Zustande einzuführen, welche den jeweiligen Bedürfnissen entsprechen muss, in Klammern Wachstum, Krankheit, Ruhe, Arbeit, um den Verdauungsprozess unter Umständen normal vor sich gehen zu lassen. Drittens, jedes einzelne Nahrungsmittel ist auf durchschnittliche Verdaulichkeit und Unverdaulichkeit zu prüfen. Der Zubereitung liegt die Aufgabe ob, die Unverdaulichkeit möglichst zu beschränken. Und Klammern siehe Verdauungstabelle Seite 11. Kommt dann, ne? Den Ausschlag gibt nicht die Nahrungsmasse, die man isst, sondern die man verdaut. Natürlich hat die individuelle Anlage und Verfassung dabei mitzuwirken. Viertens, die Verfahrensweisen, durch welche die Erhaltung und Erhöhung der Nährwerte der Speisen ermöglicht werden können, sind zu erkennen, zu erlernen. Das ist ja ein Lehrbuch. Fünftens, die Zusätze zu den Nahrungsmitteln, welche man als Genussmittel bezeichnet, sind so zu verteilen, dass sie Reize auf den Verdauungsapparat ausüben, ohne ihn zu überreizen. Sechstens, die für die verschiedenen Ausnahmefälle, in Klammern Krankheit, notwendigen Nahrungsmittel und deren zweckmäßige Zubereitung sollen bekannt sein. Anmerkung: Herr Professor Dr. Miller hat wichtige Beobachtungen in Bezug auf die im Magen durch Verbindung von Gärungspilzen mit der Nahrung hervorgebrachten Gasbildungen gemacht. Diese in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift veröffentlichte Arbeit ist uns mit ihrer grafischen Darstellung freundlich zur Verfügung gestellt. Siehe Seite 12. Das ist dann eine zweite Tabelle, die ich euch dann noch zeige. Die Tabelle ist zum Beispiel von großer Bedeutung für Magenleidende, welche ihre Mahlzeiten danach einrichten können. Alle Speisen, welche in der Tabelle keine Berücksichtigung gefunden haben und bei denen sehr ausgeprägte Gasbildung stattfindet, erwähnt Herr Professor Miller noch außerdem noch süße Speisen, Kuchen, Omelettes und dergleichen. Ferner Birnen, Äpfel, Weintrauben und so weiter. Die sind jetzt hier aber dann nicht mit abgebildet. Ist nur ein Auszug, eine Seite.
Siebtens, für Abwechslung in der Nahrung ist zu sorgen und dabei die Rohkost, in Klammern Salat, Früchte, Radies, Nüsse und so weiter, einzuschalten, weil dadurch eine größere Esslust entwickelt wird und für manche Menschen vegetarische Diät geboten ist. Achtens, die Nahrung ist so zu reichen, dass sie nicht nur wohlschmeckend ist, sondern dass ihre Ansehnlichkeit auch die Absonderung des Speichels erhöht, was durch eine appetitlich aussehende Schüssel zu erreichen ist und die Redensart vom Zusammenlaufen des Wassers im Munde verständlich macht. Die Hauptkräfte, welche dem Menschen helfen, Umwandlungen der Rohstoffe zu genießbarer und verdaulicher Nahrung vorzunehmen, sind Feuer und Wasser. So. Dann würde es im Buch jetzt mit drittens das Feuer weitergehen. Aber da geht es erstmal auch mehr so um die Geschichte der Menschheit. Ist so eine Frage, ob das, naja. Ja, und um den Prozess auch. Der chemische Verbrennungsprozess, da wird drauf eingegangen und so. Aber das hat jetzt erst noch nicht mehr so mit dem Verdauungsthema an sich jetzt zu tun oder mit dem Ernährungsthema. Also schon irgendwo auch, ja, weil es ja ausschlaggebend ist auch, ob man kocht oder Rohkost isst oder was Getrocknetes oder was Gebackenes und so weiter. Aber das wäre jetzt zu viel, weil da sind nämlich immer ganz schön viele Seiten dann dazu geschrieben. Ich zeige euch jetzt mal noch die zwei Tabellen. Also C, die Verdauungstabelle, ist wieder auf beiden Seiten das gleiche, deswegen zeige ich erstmal diese Seite. Hier ist also der Gegenstand und dann ist angegeben, wie lange die Verdauungszeit, also wie lange das dauert, bis etwas verdaut ist, in Stunden und Minuten. Ein Aal braucht richtig lange, 6 Stunden. Reife, weiche Äpfel dagegen nur 1,5 Stunden. Feste, saure Äpfel allerdings fast 3 Stunden. Und saure, gekochte 2 Stunden. Ja, also ich mache es jetzt wieder so, dass ihr euch ein Foto machen könnt, eine Momentaufnahme. Nummer 1. Nummer 2. So. Und dann die andere Seite. Neun Augen. Was sind gebratene 9 Augen? So, das letzte. Jetzt die nächste Tabelle. Da geht es eben um die, um das, also wie viel muss man pupsen? Oder auch nicht. Also D, grafische Darstellung bei der bei verschiedenen Speisen entwickelten Gasmengen. So ist das zivilisiert ausgedrückt. Dann haben wir nämlich, also hier so eine Balkenangabe, ja, also umso länger der schwarze Balken ist, umso mehr Gasbildung, umso mehr Gasmenge. Und hier unten gibt es auch etwas, was überhaupt keine Gasbildung hat. Keine Gasbildung. Beginnt bei Backpflaumen. So, und jetzt halt hier mal so ein Gesamtüberblick. Das Verhältnis mal zu sehen, wenn jetzt hier so ein Mini-Bäckchen ist, also eher nur ein Strich, ja, das ist bei der Butter, bei Fleisch mit Gurke und bei Fleisch mit Spinat.
Ne, da ist es ja dann schon ein bisschen dicker. Also das, man sieht also, die Beilage macht da also auch nochmal einen Unterschied. Könnt ihr das alles scharf lesen? Ich denke ja, ne? So, dann gehen wir ein Stück höher. Ganz oben, also am meisten die Nüsse. Geflügelfüllung. Oder Maisbrei oder Mais. Karotten in weißer Soße mehr als Karotten in Wasser gekocht. Ja. Gut. Haben wir das? Sind wir in diesem fetten Buch gerade mal bis Seite 13 gekommen. Aber das ist erstmal so das, was ich euch auf jeden Fall mitgeben wollte, weil ja, vergleicht es einfach mit dem, was in manchen Sachen, also in manchen Zeitungen und Büchern heutzutage geschrieben wird, je nachdem. Und auffällig ist auch, dass in dem gesamten Buch kein einziges Mal das Wort Vitamine vorkommt. So, und dann hatten wir hier am Anfang ja hier auch so diese Stoffe. Und da spricht man also eben auch so von den, hier drüben nochmal so, also Wasser, stickstofffreie Substanzen, stickstoffhaltige Substanzen und Salze und Mineralien. Und da möchte ich jetzt mal noch so was ergänzen, nämlich das Mondwissen. Also der Mond wechselt ja so durch die Sternzeichen. Und je nachdem, in welchem Sternzeichen sich der Mond befindet, dementsprechend verändern sich also die Elemente. Also wenn der Mond jetzt im Widder steht, dann steht er im Element Feuer. Danach kommt der Stier, da steht der Mond im Element Erde. Dann kommen die Zwillinge, da steht der Mond im Element Luft. Und dann kommt der Krebs und da steht der Mond im Element Wasser. Dann geht es wieder von vorne los. Feuer, Erde, Luft, Wasser. Immer wieder. Und immer für 2-3 Tage steht der Mond also dann in einem bestimmten Sternzeichen, also durchwandert es, und hat dabei also ein Hauptelement. Und beim Mondwissen wird dazu gesagt, dass es sogenannte Fetttage, Eiweißtage, Mineralientage und Kohlenhydrate-Tage gibt. Und diese 4 Grundstoffe, die wir ja auch brauchen und die ja hier auch erwähnt werden, die werden bei dem Mondwissen eben dementsprechend so eingeteilt. Also jetzt eben die Stoffe, die wir brauchen, verbunden mit dem Element. Und da wird gesagt, bei dem Mondwissen, die Fette, das ist Element Luft. Element Feuer, da sind Eiweißtage. Element Erde, da sind die Mineralientage oder auch Salztage. Und Element Wasser, das sind die Kohlenhydrate-Tage. So, was ja jetzt hier auch im Text mit drin stand, es soll ein Gemisch von Nahrung sein. Außerdem haben Pflanzen und Tiere schon von Natur aus genau die richtige Mischung in sich für uns. Da brauchen wir eigentlich gar keine Wissenschaft draus machen. Wenn wir etwas sozusagen im Ganzen zu uns nehmen, dann haben wir da auch die gesamte Mischung, genauso wie der menschliche Körper eben auch diese aus all diesen Stoffen als Gesamtes dann besteht. Ja, Verzeihung, muss noch ein bisschen rumhusten. Also das heißt, du sollst das jetzt nicht trennen. Du sollst jetzt nicht, wenn der Mond zum Beispiel im Sternzeichen Waage ist, dann bedeutet das, es ist Element Luft und das bedeutet, es sind Fetttage. Dann bedeutet das jetzt nicht, du sollst an diesem Tag dich nur ausschließlich von Fett ernähren.
Oder wenn jetzt der Mond im Schützen ist, dann ist Eiweißtag. Dann sollst du jetzt nicht nur allein dich von Eiweißen ernähren. Du könntest es allerdings mal ausprobieren, um dafür mal ein ganz bestimmtes Gespür zu bekommen. Allerdings ist es ein bisschen schwierig bei Element Erde, sich jetzt nur von Mineralien und Salzen zu ernähren in den Tagen, in den 2-3 Tagen, wo der Mond in diesem Element steht. Ja, aber es ist jetzt also nicht so gemeint, dass du jetzt totale Trennkost machen sollst. Nein. Sondern es ist damit gemeint, dass wenn der Mond jetzt im Element Luft steht und es ist ein Fetttag, dann ist es also günstig, dann ist es begünstigt, an diesen Tagen Fette besonders gut aufnehmen zu können. Oder auch ein anderes Beispiel, wenn ich jetzt eine Salbe herstelle und ich ernte sie zum Beispiel an einem Blütentag, was ja eben Element Luft auch ist. Also das ist noch eine weitere Einteilung dann, ne? Entsprechend den Elementen. Luft ist Blüte, Feuer ist Frucht, Erde ist Wurzel und Wasser sind die Blätter. Und Blätter passt ja zu Kohlenhydrate. Und wenn man jetzt die Blüten erntet und man möchte daraus eine Salbe machen, zum Beispiel eine Ringelblumensalbe, dann braucht man die Blüten und Fett. Und da kommt es schon in Einklang, ne? Also ich ernte die Blüten, wenn der Mond in einem Luftzeichen steht, im Element Luft ist. Und das begünstigt die Aufnahme der Fette, beziehungsweise nehmen wiederum die Fette an diesen Tagen besonders gut die zugefügten Inhaltsstoffe auf. Und es gibt ja auch Stoffe, die nur gut aufgenommen werden können, wenn sie zum Beispiel mit Fett in Berührung kommen, wie jetzt zum Beispiel der Stoff Kurkumin aus Kurkuma. Kurkumin wird nur gut vom Körper aufgenommen, wenn es mit Fetten zusammenkommt, beziehungsweise, was das Ganze noch mehr begünstigt, wenn es mit Wärme konfrontiert wird, das Kurkumin. Ja? Nimmt man Kurkumin ohne Fett und in einem kalten Smoothie zu sich, nimmt man den Stoff Kurkumin aus dem Kurkuma gar nicht auf. Der wird gar nicht herausgefiltert, gar nicht aufgenommen. Den scheidet man einfach wieder aus. Und so kann man also noch natürliches und älteres Wissen da auch wieder mit einbeziehen und da irgendwie so eine Harmonie dann letztendlich dazu auch finden. Also was jetzt hier so wissenschaftlich aufgegliedert ist, haben die Menschen früher auf andere Weise gewusst. Wann verträgst du vielleicht die Aufnahme von Fetten viel besser? Oder wann ist das Bedürfnis nach Eiweißen einfach größer? Vielleicht an den Tagen, wo der Mond in einem Feuerzeichen steht. Da brauchst du sie vielleicht mehr, hast vielleicht auch eher das Bedürfnis. Oder kannst du vielleicht feststellen, dass wenn der Mond in einem Wasserzeichen ist, dass du dann eher das Bedürfnis nach Kohlenhydraten hast? Also nach Sättigung. Na, je nachdem. Kohlenhydrate ist verschieden. Kommt drauf an, welche Kohlenhydrate man und oder welche Art von Nahrung man sich dann zufügt. Ne? Weil wenn der Mond im Wasserzeichen steht, betrifft es sowieso meistens die Verdauungssäfte, ne? Flüssigkeit. Und da ist es auch manchmal ganz gut, nicht allzu schwer Verdauliches zu essen. So, was gibt es jetzt noch sozusagen? Oder wenn jetzt eben der Mond in der Jungfrau ist, dann ist es vielleicht an dem Tag ganz günstig, wenn du jetzt zum Beispiel deinem Kakao zusätzlich noch ein paar mehr Mineralien zufügst. Also eben jetzt so Gewürze wie Zimt oder Ingwerpulver, Kardamom, Nelken. Oder eben auch Kurkuma und sowas, ne? Oder ein bisschen, eine kleine Prise Muskat. Ja, also wenn der Mond im Erdzeichen ist, ist es vielleicht besonders günstig, an diesen Tagen etwas vermehrt
die Mineralien und Salze zu sich zu nehmen. Versteht ihr? Das wollte ich jetzt noch so ein bisschen mit dazugeben, dass man da sozusagen, es geht also nicht um die Trennkost, dass man jetzt nur das und nur das isst, sondern an diesen Tagen ist es vielleicht besonders günstig, ein Menü zuzubereiten oder zu sich zu nehmen, was dem Element dann auch entspricht. Das ist es vom Mond her. Und wenn man es von der Sonne her betrachten will, dann ist das jetzt nicht nur, dann gilt es nicht nur für 2-3 Tage, sondern im Prinzip für einen ganzen Monat. Also wenn wir jetzt mitten im Sommer uns befinden, Altweibersommer oder Hochsommer, besser gesagt Hochsommer, weil ich jetzt das Beispiel Löwe nehmen will. Wir haben also Hochsommer und haben einen ganzen Monat lang die Sonne im Löwen. Und Löwe steht für Eiweiß. Dann ist vielleicht im August insgesamt ist ein Bedürfnis von uns, eiweißhaltige Nahrung zu uns zu nehmen. Müsst ihr selber mal beobachten oder könnt ihr, wenn ihr wollt, das mal so beobachten. Außerdem hängt es ja sowieso auch von der Jahreszeit ab, was du gerade magst und nach was dir ist und was du brauchst. Und da hilft dir eben auch die Intuition, dein Gefühl. Und dass du da mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dem Ganzen zuwendest, einfach das mal ein bisschen mehr wahrnimmst und beobachtest an dir. Manches magst du im Sommer gar nicht essen, aber im Winter hast du Heißhunger dann darauf. Oder wenn ich jetzt hier in einer Holzhütte den Winter verbringe und ich wirklich niedrige Temperaturen ausgleichen muss, dann brauche ich sehr viel Erzeugung von Körperwärme. Das heißt, ich habe einen sehr hohen Energieverbrauch. Den muss ich dann auch wieder ausgleichen. Anders fühlt sich jemand, der in einer durchweg gleichmäßig beheizten Wohnung sich im Winter befindet. Der hat einen ganz anderen Bedarf. Und da geht ja dann auch die Tabelle drauf ein, die wohlhabende Frau oder die ärmlich lebende Arbeiterfrau und so weiter. Ja, dass da eben ganz unterschiedliche Bedürfnisse auch bestehen. Und deswegen kann man jetzt nicht einheitsbreimäßig sagen, was jetzt die richtige Ernährung für alle wäre. Sondern das hat immer etwas damit zu tun. Wie ist dein Leben? Wie ist deine Anstrengung? Brauchst du mehr geistige Anstrengung oder mehr körperliche Anstrengung? Was ja auch mal wechseln kann. Und welche Jahreszeit haben wir? Ist es warm? Ist es kalt? Und so weiter. Und aber auch, in welcher Gegend lebst du? Wie ist das Klima? Wie sind die Temperaturen so an sich überhaupt? Ne? Und was bietet dir deine Heimat an Nahrung? Es ist ja sehr unterschiedlich auf der Erde. Je nachdem, wo man gerade wohnt. Ja gut, und mehr möchte ich heute zu dem Thema erstmal nicht sagen. Ich denke, das ist erstmal genug Information. Das Video ist auch sehr lang inzwischen. Ja, und falls jemanden noch andere Themen aus diesem Buch interessieren, wo er aber jetzt nicht zu dem Buch selber kommt. Ich weiß es nicht, ob man das noch bekommen kann. Vielleicht. Dann schreibt es in die Videobeschreibung und ich versuche, ich verspreche es nicht, aber ich versuche da vielleicht noch drauf einzugehen und da vielleicht zu bestimmten Themen aus dem Inhaltsverzeichnis, das habe ich euch ja gezeigt, dass ich da vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehe. Was da eben hier dann dazu so steht. Vielleicht zeige ich euch jetzt mal noch ein Rezept. Ich habe jetzt hier gerade 9. Na gut, das ist mit Rind. Da haben wir schon, fallen schon mal die Hälfte, fällt schon mal weg, weil sie lieber eine vegetarische Kost bevorzugen. Wobei das hier meistens genannt wird, dass das eher geeignet ist, wenn man eben eine Diät braucht oder wenn man krank ist. Das ist dann eben oftmals vegetarische Nahrung. Na. Wir sind immer noch tierisch unterwegs hier. Das macht doch einen ganz schön großen Anteil aus. Also jetzt sind wir schon bei 280, da kommen dann die Fische. Und bei 307 sind wir immer noch bei den Fischen und bei 317 auch. Und
Bei 339 Seite, jetzt haben wir es. Bei 350 hören dann die Fische erst auf. Also das ist echt umfangreich. Das werde ich natürlich dann nicht. Das komplette Wissen zum Thema Fische werde ich nicht vorlesen, weil das dauert ja ewig. Das sind ja richtig viele Seiten dann, ne? Aber jetzt zum Beispiel sowas mal hier. 9. Abteilung, die Fette. Die Bedeutung der Fette für den Körperhaushalt des Menschen. Vielleicht nochmal ganz interessant. Dann gibt es hier die pflanzlichen Fette. Ist hier eine Seite überblättert? Nee. Oder die tierischen Fette. Kunstbutter. Margarine. Und Margarinebutter. Oder auch Schweinefett. Butter. Schwarze Butter. Ja, ich wollte euch ja noch ein Rezept dann auch geben. Irgendeins gebe ich euch noch mit. Obstpie. Englischer Rolli Polly Pudding. Markklöße für Suppen, Markrotons, Seife zu kochen. Bestimmt aus Knochen. Festes Fett, Seifenstein in weißen Stücken, Wasser. Weiches Wasser und nochmal weiches Wasser und Salz. Aha, aha. Naja, interessant. Hier geht es um Galot oder tierischen Leim. So, gehen wir weiter hinter. Suchen jetzt ein Rezept für euch zum Mitgeben. Wir waren gerade Mehle. Macaronis gab es auch schon. Gemüse. Fette Abteilung Gemüse. Allerdings mit Zusatz eben von zum Beispiel Rebhuhn. Linsensuppe mit Rebhuhn. Da fällt mir nämlich gerade noch was ein, weil ich habe mal irgendwann mal eine gute Doku gesehen und da wurde da untersucht, dass das einfache Bauernessen, das will ich jetzt nochmal mitgeben, das Wissen, dass das einfache Bauernessen, dass sich da herausgestellt hat, dass es perfekt für uns ist und dass das alle Inhaltsstoffe beinhaltet, die wir brauchen. Diese ganz speziellen Bauernrezepte so, dass wir das perfekt verdauen können, dass wir vollständig ernährt sind und dass es uns bestens mit diesen Menüs geht. Ganz einfache Bauerngerichte, die ihr bestimmt auch kennt. Und ich nenne da mal das, was mir da jetzt noch einfällt, was ich da zurückbehalten habe, was sie da eben untersucht hatten. Das war zum einen Kartoffeln, Dampfkartoffeln mit Spinat und Rührei. Und zwar auch schon so auf eine bestimmte Menge eben abgestimmt. Also früher wusste man dann auch ganz genau, wie viel Kartoffeln, wie viel Spinat und wie viel Rührei im Verhältnis miteinander werden dann auf dem Teller serviert. Oder ein anderes Menü, was da eben auch ganz hervorragend sein soll für eine perfekte Verdauung und eine komplett vollständige Ernährung. Das ist nämlich Pellkartoffeln, Kräuterquark, dazu ein Stückchen Butter, 1-2 saure Gurken und ein bisschen Leberwurst. Auch da wieder war früher den Menschen noch ganz doll klar, wie viel von was kommt auf den Teller. Das hatte alles seinen Sinn und das war früher alles exakt berechnet. Wird ja hier auch immer alles exakt in Gramm und so angegeben. Was wollen wir denn nehmen? Einen Wurzelsalat? Moment, ich blätter jetzt mal hier ohne euch ein bisschen rum und suche mal ein schönes Rezept, was euch vielleicht was nützt oder was ihr mögen werdet. Mal gucken,
ob ich da was finde, damit ich also aus diesem Buch euch auch noch ein Rezept weitergeben kann. So, was haben wir hier jetzt? Zitronensoufflé auf der Pfanne oder in der Form? Klingt kompliziert. Ich suche mal kurz alleine. Für den Fall, dass ihr nicht zufrieden seid mit meiner Auswahl, lese ich euch zwei Rezepte vor. Das erste, was ich jetzt gefunden habe, ist die Nummer 69 bei der Abteilung Das Ei. Und das nennt sich Pfennigkuchen und ist für den Vorrat geeignet. Zutaten und Kosten. 4 Eier kosten 32 Pfennig. 250 Gramm gesiebter Zucker kosten 15 Pfennig. 250 Gramm Mehl kosten 10 Pfennig und eine Prise Kardamom kostet 0,001 Pfennig. Macht zusammen nur 57 Pfennig und ein halber. Mensch, meine Stimme. So. Jetzt lese ich euch noch vor, wie das so funktioniert. Zubereitung. Ein Blech wird mit Papier und Speckschwarte abgerieben. Die Eier werden in einem Napf mit dem Zucker etwa eine Viertelstunde schaumig geschlagen. Nix mit Elektro. Dann werden Mehl und Gewürz hinzugefügt und mit den schaumigen Eiern tüchtig verrührt. Mit einem Teelöffel setzt man walnussgroße Häufchen auf das Blech und lässt die Kuchen außerhalb des Ofens noch 5 Minuten stehen, damit sich auf der Oberfläche derselben eine dünne Haut bildet. Dann schiebt man die Kuchen in das 125 Grad, in den 125 Grad heißen Ofen, backt sie in 10 bis 15 Minuten zu hellgelber Farbe und lässt sie erkalten. Zeitdauer der Bereitung eine Dreiviertelstunde. Besondere Bemerkungen: Man kann die Kuchen statt mit Kardamom mit Anis oder Vanille würzen. In Klammern Aniskuchen, Vanillekuchen. Nochmal eine Umentscheidung: Wir machen drei Rezepte, oder? Weil ich finde es noch gerade lustig, was ich gefunden habe. Und ich wollte euch eigentlich was mit Obst und Gemüse zeigen, aber das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, dieses Rezept zu nehmen. Und zwar geht es hier um Krankenspeisen. Und da gibt es bei den Krankenspeisen die 114. Rezeptspeise. Und die nennt sich Hoppelpoppel. Hoppelpoppel. Zutaten und Kosten für eine Person. Ein Eigelb kostet 0,05 Pfennig. 65 Gramm Puderzucker kostet 0,045 Pfennig. Macht zusammen 0,095 Pfennig. Für eine Krankenspeise für eine Person. Zubereitung. Das Eigelb wird mittels eines Teelöffels mit dem nach und nach zugefüllten Puderzucker 20 Minuten stark geschlagen. Die Masse muss mit sauberem Löffel in einem anderen Gefäß angerichtet werden. Zeitdauer der Bereitung 25 Minuten. Besondere Bemerkungen: Man kann diese Mischung durch einen Esslöffel Tokaja, Malacca, Bordeaux oder einen Teelöffel Cognac, Obst und Zitronen oder Apfelsinensaft verändern. So einfach. Hoppelpoppel. Gut, und jetzt, vielleicht interessiert euch ja das, weil das nämlich auch gut für den Vorrat geeignet ist. Nämlich Zwieback. Eine gute Speise, nicht nur für Kranke. Jetzt lassen wir das mal mit den Kosten weg. Wir brauchen 500 Gramm Mehl, ein 16. Liter süße Sahne, 35 Gramm Hefe, 3 16 Liter lauwarmes Wasser, 250 Gramm Butter. Was steht denn hier mit Transport? Außerdem 100 Gramm Zucker, 4 Eier, eine Prise Salz,
10 Gramm Butter zu den Kästen und 5 Gramm Butter zum Befetten. Ich lese euch vor. Ich halte euch mal kurz irgendwie daneben, ja. Zubereitung. 180 Gramm Mehl werden mit der Sahne und der in lauem Wasser aufgelösten Hefe zu einem Hefestück angesetzt, welches in lauer Wärme bereits aufgehen muss. Man verarbeitet das übrige Mehl mit Butter, Zucker, Eiern und Salz und vermischt diesen Teig mit dem Hefestück. Der feste Teig wird in ein bemehltes Tuch geschlagen und über Nacht an einem warmen Ort gelegt. Einfache, lange Blechkästen werden mit Butter, Fett ausgepinselt. Der Teig wird hineingefüllt und im Ofen bei 135 Grad auf einem Dreifuß stehend zu schöner Farbe gebacken. Die erkaltete Masse wird in gleichmäßige 1 cm dicke Scheiben geschnitten und auf einem mit einem Stückchen Butter, in Klammern in Mull, gefetteten Blech hellbraun geröstet. Wenn man es liebt, kann man die Zwiebäcke vor dem Rösten mit Zucker übersieben. Zeitdauer der Bereitung 18 Stunden. Besondere Bemerkungen: Nach Belieben kann man die Butter vermindern oder fortlassen. So, und es kommt ja immer anders, als man denkt. Und außerdem sollen wir ja, damit wir unberechenbar sind, sowieso das immer alles spontan machen und anders, als man es vorher vorhatte. Damit man nicht so durchschaubar ist und nicht einschätzbar ist, nicht berechenbar ist, nicht wahr? Also, jetzt kommt noch was für, also in Richtung Gemüse. Und ich dachte eigentlich, naja, für die Vegetarier, aber kannst du wieder vergessen. Also, weil Schmalz. Gut, also wer trotzdem dieses Rezept haben möchte, gebe ich euch das noch mit und dann ist aber wirklich Schluss. Also, Sauerkohl. Zutaten und Kosten für 4 Personen. Die Kosten lassen wir jetzt mal weg. Ist nur so zum Spaß. 750 Gramm Sauerkohl brauchst du. Außerdem 60 Gramm Schmalz. 30 Gramm Zwiebeln. Einen halben Liter Wasser und 8 Gramm Salz. Außerdem 8 Gramm Mehl, 10 Gramm Schmalz, 4 Esslöffel Speiseessig und eine Prise weißen Pfeffer. Zubereitung. Der Sauerkohl wird während des Waschens mit der Gabel gelockert. In einem irdenen Topf, in welchem 60 Gramm Schweine- oder Gänseschmalz mit einer Zwiebel erhitzt wurde, mit Salzwasser übergossen und zugedeckt mehrere Stunden gedünstet. Sehr schmackhaft ist es, wenn man Speck, Schweine- und Pökelfleisch anstatt Schmalz verwendet. Das Mehl wird mit 10 Gramm Schmalz geschwitzt, mit Essig nebst Pfeffer aufgefüllt, an den Sauerkohl gegossen und damit durchgekocht. Ist die Bouillon nicht genügend verkocht, so gießt man sie teilweise ab. Nach Belieben tut man vor dem Anrichten 1/4 Liter Weißwein, in Klammern oder auch Champagner, und 10 Gramm Zucker daran. Der Kohl muss ganz weiß aussehen und einen schönen, sauren Geschmack haben, der beliebig durch Zucker abgestumpft wird. Das Fleisch wird aus dem Kohl genommen. Gericht für den Selbstkocher. Zeitdauer der Bereitung 3 Stunden. Besondere Bemerkungen: Den fertig gekochten Sauerkohl kann man zu vielen Gerichten verwenden, indem man ihn schichtweise mit Hummerstücken oder Austern, Kartoffelpüree oder Ragoufing, auch mit Erbsenpüree in eine Form füllt. In Klammern Sauerkohl mit Hummer, Austern, Kartoffelpüree, Ragoufing, Erbsenpüree. Mit Semmel oder Parmesankäse besiebt und mit Butter beträufelt. Im Ofen überbackt oder als Rand verwendet, kann man den Sauerkohl auch in einem gebackenen Kartoffelrand anrichten. Sauerkohl kann öfter aufgewärmt werden, darf aber nur in irdenem Gefäß aufgehoben werden. So. Ja, fett. Ganz schön fett. Na gut. Was ich auch noch schnell sagen möchte, so wegen den Fetten und so. Wenn man jetzt mal so natürlich denkt, ne, dann hast du
in der Natur richtig Schwierigkeiten, an eine große Menge Pflanzenöl zu kommen. Selbst wenn du jetzt selber eine mechanische Ölmühle besitzt, um selber dein eigenes Öl herzustellen, zum Beispiel, wirst du sehen, welche Früchte wie viel Öl abgeben und dass bei bestimmten Sachen da eine ganze Menge verbraucht wird, nur um das Öl zu gewinnen. Also dass du eine riesige Menge teilweise sogar brauchst, je nachdem, wie ölhaltig jetzt das ist, was du zur Ölgewinnung benutzt. Aber du wirst sehen, du brauchst eine extrem große Masse und das dann nur, um Öl herzustellen. Der Rest, was machst du mit dem Rest? Schmeißt du den Rest weg, das ausgepresste Zeug? Ja, also da würde ich dann doch lieber die Nuss im Ganzen essen oder den Kern im Ganzen essen, als jetzt diese komplizierte Ölgewinnung herzustellen. Oder also das überhaupt zu machen. Ja? Und dann zum anderen halt, hast du halt die Möglichkeit, tierisches Fett zu nehmen. Und da stellst du dann eben schnell fest, dass du da eben nicht Dutzende Tiere brauchst, um nämlich ganz schön viel Fett zu gewinnen. Also es ist also dann genau umgedreht. Du gewinnst also viel, viel mehr Fett als durch die Gewinnung von Pflanzenöl. Also da brauchst du, also das ist genau umgedreht. Du brauchst wenig Tier, um viel Fett zu haben, und du brauchst viele Pflanzen, um wenig Öl zu erhalten. Auch das sollte nochmal bedacht werden, weil wir kümmern uns ja heutzutage kaum noch selber um die Nahrung, wir können es einfach kaufen. Ja, und da steht eben in flaschenweise steht da das pflanzliche Öl halt da. Aber jetzt mal so in der Überlegung, was für ein Aufwand das ist und wie viele Pflanzen dafür gebraucht werden und was ist eben, wie gesagt, mit den ausgepressten Restern. Ne? Wird das noch gescheit dann überhaupt benutzt? Während, wenn jetzt ein Tier geschlachtet wird und man auch das Fett nutzt, also eben einfach alles vom Tier benutzt, da kommt automatisch eben ganz viel Fettgewinnung zustande. Ne? Nun ja, denkt da für euch selber nach. Ich diskutiere da nie mit euch rum. Ich sag ja nur, zum Nachdenken mal so. Ja, das müsst ihr alles für euch selber dann rausfinden, was ihr richtig findet und logisch und natürlich und im Kreislauf passend und gut und gesund für euch. So, das soll es also jetzt wirklich gewesen sein. War eine lange Unterrichtsstunde heute mal. Und mal ein bisschen auf eine andere Art. Und wie gesagt, vergesst nicht, dass ihr letztendlich alles sowieso natürlich und intuitiv lösen sollt. Und das muss gar nicht so kompliziert sein. Dieses Video diente eher auch dazu, das mal zu vergleichen mit dem Wissen, was wir heutzutage so Wissen in Anführungsstrichen eingetrichtert bekommen, was uns da weiß gemacht werden will und was eben in diesem Buch so erzählt wird. Und dann können wir aber für uns selber eben auch noch den Vergleich machen. Und wie wäre das jetzt? Wir würden wieder als wilder Naturvölkerstamm im Einklang mit der Natur leben. Wie würden wir es da machen? Und müssen wir eigentlich so extrem komplizierte Rezepte erst zustande bringen? Man kann das machen. Ab und zu gibt es ja auch mal so Festtage, wo man mal den Berg feiert oder mal die Bäume feiert oder mal den Fluss feiert oder die Ernte feiert oder irgendwas feiert. Also früher hat man ja so mindestens einmal im Monat irgendwas gefeiert. Dann trifft man sich also an diesen Feiertagen, da trifft sich mal der ganze Stamm oder alle Stämme kommen da mal so zusammen. Also die Stämme sind ja manchmal auch so verteilt auf dem Lande, dass da ein Teil des Stammes wohnt dort und der andere Teil des Stammes eher dort. Und dann kommt dieser Feiertag und dann treffen sich alle Teilstämme, der große, ganze Stamm, die treffen sich alle an einem großen, schönen Treffpunkt, wo man viel Platz hat und alle bringen dann ihre Ernte mit oder was sie so haben, je nach Saison. Und dann
oder was sie vielleicht auch vorbereitet haben. Und dann wird gegessen und gefeiert und dann kann man das so richtig genießen. Und da lohnt es sich sicherlich auch mal, eben was Besonderes herzustellen, etwas Besonderes zu kochen, zu backen, wie auch immer. Ansonsten aber täglich solche komplizierten Menüs herzustellen, verbraucht wirklich viel Zeit. Und während ja am Anfang, wo ich vorgelesen habe im Buch, da so stand, dass ja die Menschen früher so viel Zeit für die Nahrungsbeschaffung und Aufnahme und so brauchten, brauchen wir heute weniger? Na gut, heute Fertigprodukte, ja. Allerdings muss ja das auch erst irgendwo hergestellt werden, ne? Da wurde ja auch gesagt, dass die wilden Naturvölker die ganze Zeit auf irgendwas rumkauen und so und eigentlich so den ganzen Tag über essen. Also je nachdem, also die kommen auch mal ein paar Tage ohne Essen aus, weil gerade das so ist. Und dann wieder ist irgendwas ganz reichlich da und dann essen sie stundenlang. Das sieht man ja auch zum Beispiel gut bei dem Film, der mit dem Wolf tanzt, wo die dann also die Büffeljagd hinter sich haben und dann wird gegessen und gegessen und gegessen, bis sie platzen. Und dann kommen wieder Zeiten, da lassen sich die Büffel lange nie blicken und da hungert man mal ein bisschen und hat eben nur die pflanzliche Nahrung zur Verfügung, die man so finden kann oder so. Oder vielleicht hat man noch ein paar Reste von getrocknetem Fleisch. Ja, und also, ich weiß, Fleisch ist für manche eben nach wie vor so ein Thema. Aber denk da halt eben mal drüber nach. Kommt eben drauf an, wo du so lebst, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie man das heutzutage nennt, also als ich Kind war, nannte man das, ohne das Böse zu meinen, überhaupt nie, nannte man diese Menschen Eskimos. Und als sie noch nicht McDonald's und so in ihre Gegend hingebracht bekommen haben, da haben sie sich eben überwiegend so von Fisch ernährt. Und jetzt erzähl denen mal, du musst jetzt ab sofort vegan leben. In der Eis- und Schneewelt. Ich hoffe, sie zeigen dir einen Vogel. Nun gut, also, ja, man muss immer schauen. Also wenn du jetzt da irgendwo im Süden bist und kannst den ganzen Tag Bananen essen und Früchte ohne Ende, ja, dann brauchst du vielleicht wirklich kein Fleisch. Und vielleicht noch nicht immer Fette, weil du einfach noch nicht immer Wärme ausgleichen musst oder so. Und ja, gemütliches, sonnengetanktes, sonnenenergiegeladenes Leben hast und Früchte bis zum Umfallen dir in den Mund stopfen kannst, ne? Also es kommt immer darauf an, wie ist deine Lebensart und Weise, wie viel Anstrengung hast du, wie kalt oder warm ist es und was bietet dir die Natur in der Gegend. Da kann man nicht so einheitsmäßig denken und alle Menschen auf der Welt gleich machen wollen, finde ich. So, aber jetzt genug gequatscht. Macht's gut und nehmt euch einfach was Gutes aus dem Video mit. Ich hoffe, dass da einiges dabei ist. So, vielen Dank für Zeit und Geduld. Macht's gut, ihr Lieben. Das hat sich jetzt auch gelohnt, dass ich jetzt das neue Datenvolumen nutzen kann, dass das schnell hochkommt, weil ansonsten bräuchte ich für so ein langes Video vielleicht 2 Tage zum Hochladen fast oder so, ne? Also, gut genutzt, denke ich, hoffe ich. Ich hoffe, es hat euch interessiert und gefallen. Tschüssi.